Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Ich habe gestern ein Video bekommen von Mo. Der hat gefragt, ob ich Bock habe, darüber ein Video zu machen. Fand ich eine coole Idee, obwohl ich das zwiespältig sehe, denn das ist ein Video, was einen Spot in der Nähe vom Bunker zeigt, wenn man sich da rein verkämmt oder reinhockt. Passt scheinbar sogar ein ganzes Squad in diesen kleinen Spot rein. Dann können einen gegnerische Kugeln nicht treffen, als wäre da eine unsichtbare Wand. Anfangs trifft es vielleicht ein Stück weit das Schild, danach aber nicht mehr. Das heißt, wenn die Zone dort endet, muss ich nicht viel zu sagen, könnt ihr euch selber denken. Ich zeige euch das aber bewusst nicht, weil ich sage, das müssen jetzt alle nachmachen, dass das total toll ist, dass es so einen Glitch gibt. Ich zeige das bewusst, denn die Apex-Community ist nicht gerade klein. Je mehr von diesem Spot wissen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Scheiß ganz schnell gepatcht und gefixt wird. Wenn ich bin der Meinung, ich zeige euch das und lieber haben ein, zwei Wochen jetzt irgendwelche Leute daran Spaß und machen das nach, als dass es vielleicht nur ein, zwei Händevoll Squads wissen und sich vielleicht im Ranked-Modus bis ans Ende pushen, wenn man mit der Zone Glück hat. Weil es gibt scheinbar viele, die wissen davon noch nicht und die Aufnahmen sind zum Beispiel aus dem Ranked-Modus Predator. Erklärt wahrscheinlich einiges. Auf jeden Fall ist der Spot echt frech. Wie gesagt, ich möchte es betonen, ich zeige es eigentlich nur, damit es so schnell wie möglich gefixt wird, weil es so viel wie möglich wissen sollten. Und deswegen wird es Respawn wahrscheinlich umso schneller mitbekommen. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal die Aufnahmen, die sind echt frech. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet oder ob ihr den Spot kennt. Ich selber kannte den Spot, aber nur zum Verstecken, dass man da drin unsterblich ist, das war mir nicht bewusst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein da ein Gegner findet, ist relativ gering. Ich zeige bewusst keine Aufnahmen von mir, weil es dauert wahrscheinlich ewig, bis ich euch Aufnahmen zeige, bis da mal ein Gegner vorbeirennt, der mich auch mitbekommt. So, wir sind jetzt hier in den Live-Aufnahmen und wie ihr oben auch schon seht, ist der Predator-Modus bei denen schon aktiv. Ich denke mal, dass es trotzdem Leute sind, die es richtig drauf haben. Die werden sich sicherlich nicht die ganze Zeit in diesem Teil verkämmt haben, weil man muss auch mit dem Spot echt Glück haben. Man kann sich natürlich eine Weile in diesem Spot verkämpfen, bis man vielleicht in den Top 5 ist und kann dann rausgehen, weil die Zone vielleicht noch groß genug ist. Aber man sieht gleich, wie überrascht die eigentlich sind, dass es diesen Spot gibt. Ich zeige euch jetzt erstmal, wo der ist. Und man sieht, dass scheinbar ein ganzes Squad reinpasst. Da ist er schon. Der ist relativ simpel. Wenn ihr hier oben mal auf die Map guckt, ist völlig klar. Ich kann euch mal ganz kurz in Ruhe das auf einer anderen, auf der Map zeigen. Moment, da muss ich nochmal raus. Hier, wenn ihr hier mal guckt, hier ist der Bunker. Wenn ihr hier rechts die Schräge hochlauft an diesen Gebäuden vorbei, hier rein, ist hier an diesen Felsen. Ist dieser kleine Spot, der ist echt frech, wie gesagt, nicht zum Nachmachen geeignet. Und hier seht ihr auch so ein bisschen verglitscht, seht ihr die Teammates von dem Typen, der hier zockt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das live aussieht. Also ihr seht hier auch gleich Gegner kommen, die nicht sehen. So. Ich denke mal nach diesen Aufnahmen, ich gehe davon aus, wenn das erstmal richtig gesehen wird, dann wird wahrscheinlich der Spot so gepatcht, dass man sich selbst da drinnen nicht mal mehr verstecken kann. So, und jetzt zeige ich euch mal Aufnahmen, wo ihr seht, wenn da einer vollgeballert wird. So, hier jetzt die Aufnahmen, wie das aussieht, wenn sich da einer versteckt und vollgerotzt wird. Ihr seht hier jetzt gleich einen Pathfinder drinne. Die ersten Hits, bevor ich das komplett zeige, treffen noch das Schild, aber danach nichts weiter. Hier wurde das Schild ein bisschen angegangen. Und das war's. Hier. Reaktion ist eindeutig. Scheinbar kannten die den Spot so als Unverwundbarkeitsspot nicht. Ich finde, diese Geschichte ist echt mega, mega eklig. Das soll es von dem Video an sich schon gewesen sein. Wie gesagt, lasst euch bitte mal in den Kommentaren aus, wie ihr den Spot findet. Ich möchte es nochmal umso mehr betonen.
Wenn jetzt einer der Meinung ist, dass er das haten muss, dass ich das zeige, damit es nachgemacht wird. Ja, es sollte meiner Meinung nach eben deswegen gezeigt werden. Umso schneller wird es vermutlich gepatcht, weil ich würde es nicht in Ordnung finden, wenn es nur wenige wissen, die sich ihren Arsch im Ranked-Modus dann bunt campen, nur um in die Top 5 oder Top 3 zu kommen oder mit Glück die Zone dort endet und sie dann winnen, bis in den Predator-Modus holen würden. Das würde ich eine absolute Frechheit finden. Ich finde, es muss machbar sein, zu sehen vorab schon, wer sich diesen Spot zunutze macht, damit der einen Bann kriegt oder Punktabzug oder einen Ranked. Keine Ahnung, irgend sowas würde ich geil finden. Also, ich hoffe, dass das ganz, ganz schnell gepatcht wird. Lasst diesem Video bitte einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid, um keines meiner Infovideos, die es regelmäßig von mir gibt, oder Livestreams zu verpassen. Das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.